Ja, Mädel-Leute, ja, der 2. August, der hat die Jahre immer in sich gehabt. Ja, da wurde doch einer im Krankenhaus in Neustadt an der Aisch von der Rita aus dem Loch rausgeschmaßt. Dann 2007 wurde Rainer 18 Jahre alt. 2013, zu Rainers Geburtstag, kommt sein Kumpel Daniel zum Saufen vorbei. Rainer dreht dabei ein Video und veröffentlicht es. Beide haben ordentlich getrunken und Daniels Ausruf, ey Mala, wird sofort zum Klassiker und sein Kosename. Rainer besteht aber in der Folge darauf, dass in Wahrheit Bam Alter gesagt worden sei und wirklich ihn jedes Mal gereizt hat, wenn er darauf angesprochen wurde. Ja, dann 2017, der Southstream auf YouNow, ja, kann man sich geben. 2018, der Kumpel. Rainer wird gegen Mittag von einem Freund namens Benny K. abgeholt. Dann aufgelauert und zugeworfen. Rainer bekommt zu seinem Geburtstagsbesuch von mehreren Hatern. Unter anderem kriegt er Besuch von Affengeks. Mehrere Hater fahren an der Schanze vorbei und Rainer wirft grundlos in diesem Moment einen Stein gegen dieses Auto. Es kommt zu einem Gerangel, wobei der Kumpel von Affenkeks Rainers T-Shirt zerreißt und sein Torhammer klaut. Dieser Vorfall wurde am 23.05.19 am Amtsgericht Neustadt an der Aisch verhandelt. Ach, das war herrlich. Es war herrlich, wie er das T-Shirt zerrissen hat. Dann im Jahre 19. Das war herrlich. Ich saß davor, Leute. Ich saß am Computer. Ich hatte eine Dauerlatte. Ja, der Geburtstags-Meltdown. Rainer streamt an seinen 30. Geburtstag. Der Umstand, dass die Polizei bloß in Zivil anwesend ist und beobachtete, statt reihenweiser Hater zu verhaften, macht ihn so rasend, dass er einen Meltdown erleidet. Dabei brüllt er unter anderem unter Gesichtsspastiken den leeren Spruch, ihr werdet mich niemals besiegen, heraus. Oh, das war herrlich. Ich glaube, das war damals der kleinste Mund, wo der Rainer hatte. Dann im Jahre 21. Rainer beleidigt zwei Polizisten als Deppen. Unter anderem wurde er deshalb am 21.10.21 zu 2 Jahren Haft verurteilt. Dann im Jahre 22. Rainer erhält pünktlich zu seinem 33. Geburtstag einen Community Strike für ein altes Lustlord-Video. Oh, die waren aber auch echt übel. Da er die daraus resultierende Uploadsperre über seinen Vlog-Kanal umging, wurde am 10.08.22 all seine YouTube-Kanäle gesperrt. Oh, ja, Rainer. Auch wenn du ein granatemäßiger Grasdackel bist, ich gratuliere dir trotzdem zum Geburtstag zu 35 Jahre ungefickt. Also, Mädel auf, Leute.